Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Makler-Tuning. Mein Name ist Ilka Fietz und ich begrüße euch ganz herzlich zur 47-Tage-Challenge. 47 Videos, 47 Tagen. Heute mit dem Video 21 und wir bleiben nochmal bei der Vermietung. Wir hatten ja gestern gesagt, welche Gründe gibt es, warum du als Immobilienmakler auch Vermietung machen solltest, obwohl, wir gucken nochmal an die unterschiedlichen Provisionen, die man verdienen kann, nämlich bei einer und derselben Wohnung mit 100 Quadratmeter und 8 Euro bei der Vermietung bekommst du 1600 Euro und beim Verkauf 300.000. Da hatten wir 6 Gründe gefunden, warum du trotzdem Vermietung machen solltest. Und dann war die Frage, warum soll jetzt tatsächlich der Eigentümer zum Beispiel bei dieser Wohnung dich beauftragen und 1600 Euro an dich zahlen oder eigentlich, wenn er die Mehrwertsteuer nicht absetzen kann, im Grunde 1900 Euro an dich zahlen muss. Warum sollte der das machen? Welche Gründe gibt es da? Und bevor wir da genau drauf eingehen, ist es wichtig zu wissen, Vermietung ist nochmal ein ganz anderes Thema wie Verkauf. Du bist bei der Vermietung quasi, ich sag's mal, der Notarersatz. Du bist der Fachmann. Ich bin der Meinung, dass bei der Vermietung ein Fachmann noch wichtiger ist wie bei einem Verkauf. Denn bei einem Verkauf hat man, ja, ich sag mal, so alternativ noch den Notar, der dem vielleicht die eine oder andere Ungereimtheit im Vertrag oder in den Vereinbarungen, die die Eigentümer miteinander, Käufer und Verkäufer miteinander treffen, dem fällt vielleicht nochmal das eine oder andere Ungereimte auf. Und viele Eigentümer sagen, ja, okay, der Notar kann mich ja beraten, ist aber gar nicht die Pflicht des Notars. Aber bei Vermietung haben wir eben keinen Notar. Und du bist letztendlich der Fachmann. Du bist derjenige, der sich mit Mietrecht auskennen sollte. Und das ist ganz entscheidend. Also Vermietung, da musst du wirklich Hand und Fuß dich auskennen mit Mietrecht, mit Wohnungseigentumsrecht, mit Kündigungsfristen, mit Schönheitsreparaturen, Klauseln. Also da gibt es eine ganze Menge, wo du dich auskennen solltest. Du solltest eine Abrechnung lesen können, sowohl die Abrechnung zum Mieter, wie auch vermietest ja meist oder oft auch Eigentumswohnungen. Das heißt, du solltest auch eine Wohngeldabrechnung oder einen Wirtschaftsplan lesen können oder einen Eigentümer von einer Eigentümerversammlung das Protokoll ja dir auch mal durchlesen und gucken, was passiert da gerade in dem Objekt. Irgendwelche großen Mängel, die du wissen solltest oder die der zukünftige Mieter auch wissen sollte. Kann ja sein, dass irgendwelche Bauarbeiten, größere Sanierungsmaßnahmen geplant sind. Das sollte man dann dem Mieter natürlich auch im Vorfeld sagen. Und du bist der Fachmann und du bist derjenige, ja, der dem Vermieter sagt, was er bestmöglich tun soll. Und was hat nun der Vermieter davon? Natürlich, er hat wirklich jemanden an der Hand, der rechtlich bewandt im Mietrecht und im Wohnungseigentumsrecht ist. Du kennst den Markt, du weißt genau, wenn du aktiv bist, wo, welche Ecke man welche Miete erzielen kann. Es ist oftmals so, dass gerade ältere Eigentümer, die langjährige Mieter hatten, nie die Miete erhöht haben. Nie. Die haben schon seit, keine Ahnung, seit 10, 15 Jahren haben die ein und dieselbe Miete, sagen wieder, ja, machen Sie mal genau dieselbe Miete und letztendlich sagst du, okay, wir hatten in dem alten Mietvertrag irgendwie so 5 Euro pro Quadratmeter. Mittlerweile sagt der Mietspiegel hier für Ihre Wohnung, für diese Ausstattung 8 Euro. Also da ihn auch zu beraten, was möglich ist. Also, du kennst den Mietermarkt, Vorteil für einen Eigentümer. Du kennst dich mit den neuesten Gesetzgebungen aus, ne? Wenn es irgendwie Schönheitsreparaturen sind, ganz die Endrenovierungsklausel. Ich sage nur, da rollt's mir manchmal die Fingernägel hoch. Das steht tatsächlich noch in Mietverträgen drin. Der Mieter hat die Wohnung gemalert, weiß gemalert zu verlassen, weil so hat er sie ja irgendwann bekommen. Chaos, wo ich die Haare raufe.
Die ganze Schönheitsreparaturenklausel ist damit hinfällig. Oder früher gab es noch so Kreuzchen, der Mieter soll die Schönheitsreparaturen machen, ist einfach nicht angekreuzt worden. Und du bist der Rechtsberater dort für den Mieter. Was haben wir noch? Du kannst natürlich, du hast die aktuelle rechtliche Verträge, du hast auch Formulare, wie zum Beispiel so Lüftungstipps, das ist ein ganz großes Thema, gerade wenn jetzt so ein Altbau und auf einmal neue Fenster reinkommen oder generell, wie sollte man lüften, wie kann man sich da absichern. Du kannst dem Eigentümer auch vorstellen, zu sagen, pass auf, wir nehmen gleich eine Klausel rein, dass wir keine Raucher haben wollen oder keine Hunde und Katzen. Ist zwar alles so ein bisschen vage, letztendlich kann er auch irgendwann anfangen zu rauchen, aber naja. Letztendlich, wenn es im Mietvertrag oder im Exposé auch schon drin steht, dann kommen natürlich auch gar nicht so viele Mieter erst zu dir zur Wohnungsbesichtigung. Und da sind wir beim nächsten Thema. Heute ist die Wohnungsnot knapp, die Wohnungsnot groß und die Wohnungen knapp in vielen, gerade in Großstädten und Ballungszentren. Und es kann durchaus sein, dass mit einmal da 20, 30, 40, 50 Leute anrufen oder besichtigen möchten. Ein privater Eigentümer, ob der das managen kann, wage ich mal zu bezweifeln. Und das, diese Thematik ihm auch darzulegen, dass er wirklich mit vielen, vielen Telefonaten, mit vielen Besichtigungen zu tun hat, dass er eben genau auch gucken muss, wen er sich in seine Immobilie holt. Denn gerade bei Privateigentümern stelle ich das immer wieder fest, die trauen sich einfach nicht, den Mieter oder Mietinteressenten zu fragen, wo arbeitest du, was verdienst du, wo hast du bisher gewohnt, hast du deine Miete gezahlt, und du als Fachmann hast da normalerweise eine Selbstauskunft, wo du diese Sachen abfragst und natürlich der Mietinteressent dafür unterzeichnet, dass diese Sachen, die er dort angibt, wahr sind. Und das ist natürlich auch wichtig, da den Eigentümer zu unterstützen und zu sagen, bei mir bringt der Mieter die Schufa, bei mir bringt er vielleicht eine Mietbestätigung vom Vormieter, dass er regelmäßig seine Miete bezahlt hat. Das machen viele Eigentümer im Privatbereich gar nicht. So, genau. Dann die ganzen Tätigkeiten, die du, ich muss dir hier mal eine kleine Liste machen, weil es sind so viele Sachen, die man da, die man eigentlich macht für einen Vermieter. Du ersparst dem Vermieter viele, viele Telefonate, viele Besichtigungen. Du ersparst ihm natürlich auch Werbungskosten, weil die hast du ja, ne? Immobilien-Scout oder Immowelt oder Zeitungswerbung. Du machst die gesamte Besichtigungskoordination, du erstellst den Mietvertrag. Du betreust quasi bis zur Wohnungsübergabe. Und ja, das heißt letztendlich, der Eigentümer kann sich zurücklehnen. Er kann letztendlich aber trotzdem entscheiden. Du machst quasi die Vorauswahl für ihn und bringst dann den fertigen Mieter mit dem fertigen Mietvertrag an den Tisch zum Eigentümer zum Unterschreiben. Meistens wollen die den vorher kennenlernen. Kann man auch nochmal einen Termin machen, ohne Frage. Aber das ganze Große, was damit dranhängt, das ersparst du dem Vermieter. Ja, und dafür sind dann zwei Netto-Kaltmieten fällig. Und jetzt könnte der eine oder andere Vermieter sagen, okay, das ist mir trotzdem ganz schön viel. Aber wenn du ihm mal darlegst, welches Dienstleistungspaket er von dir bekommt, ja, relativieren sich wieder die Preise. Und man muss natürlich auch sagen, Vermieter kann die Maklerprovision absetzen. Und was ich immer auch noch gern mache, dafür ist es aber wichtig, dass du mit dem Mieter ja im Vorfeld dich auch auseinandersetzt und fragst, was sind seine Intentionen, für wie lange sucht er eine Wohnung, sucht er nur kurzfristig oder will er länger bleiben. Gerade bei kleineren Wohnungen ist ja die Fluktuation doch sehr hoch, und da jemand zu finden, der tatsächlich dann länger bleibt, könntest du zum Beispiel dem Eigentümer auch anbieten, also nicht von der Provision runterzugehen, sondern zu sagen, pass auf, lieber Eigentümer, wenn dieser Mieter innerhalb von ein oder zwei Jahren auszieht, dann bekommst du kostenlos
die nächste Vermietung von mir innerhalb von diesem Zeitraum. Da hat er dann quasi auch nochmal eine Garantie, dass er nicht mehrfach innerhalb kürzester Zeit zur Kasse gebeten wird vom Makler. Allerdings, natürlich muss, wenn du schon siehst, du hast da einen Mieter, der ist eigentlich nur so auf der Durchreise, ja, dann ist es vielleicht auch gar nicht der richtige Mieter. Dann einfach weitersuchen. So, was hab ich noch was vergessen? Nö, ich glaube mal so, ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, gibt es noch ein paar mehr Vorteile, die ein Eigentümer, ein Vermieter hat, wenn er gerade im Vermietungsbereich einen Experten, einen Fachmann für die Vermietung hinzuzieht. Und das sind jetzt so viele Punkte, dass ich ja die Punkte auch mal in ein kleines PDF-Dokument runterschreiben kann, weil es ist immer schön, wenn man zu einem Einkaufstermin geht und man sich dann diese quasi Checkliste nochmal vorlegen oder sich vorher anschauen kann und dann gut vorbereitet mit guten Argumenten auf den Eigentümer drauf zugehen kann. Genau, und wir haben ja bei der Vermietung das Bestellerprinzip, ne? Wer bestellt den Makler, der muss den auch bezahlen. Und mein nächstes Video ist ein Video, das mir total am Herzen liegt, denn dieses System empfehle ich auch beim Verkauf. Also, dass nur der Eigentümer bezahlt und welche Vorteile das bringt, das sehen, werden wir morgen sehen. Im nächsten Video, im Video Nummer 22. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über Däumchen hoch freuen. Gebt mir einen Kommentar, wie ihr die Sache seht. Seid ihr vielleicht selber Vermieter und sagt, oh Gott, ich will gar keinen Makler und na, vielleicht ist da doch was dran, dass man vielleicht doch einen Fachmann für das eine oder andere, für die eine oder andere Vermietung hinzuziehen sollte. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Einzelnen. Ich lese jeden Einzelnen. Ja, bis dann, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Ilka von Makler Tuning.